Herzlich willkommen bei Mixit.blog. Ich bin die Maren und heute zeige ich euch mal wieder Schoko-Energiekugeln. Ich liebe diese Energy Balls, weil man die wunderbar zwischendurch essen kann und es gibt einem gleich Energie und sie haben keinen Zucker. Sie haben natürlich getrocknete Früchte, aber man isst davon ja auch nicht eine ganze Tüte. Ich zeige euch, wie das geht. Das sind diesmal 6 Zutaten. Und zwar nehme ich da als erstes eine halbe Vanilleschote, tue den in meinen Mixtopf und zerkleinere die einmal auf der Stufe 10. Das waren jetzt 6 Sekunden. Und dann gebe ich noch hinzu einmal getrocknete Mandeln, das waren getrocknete Datteln. Das waren 10 Stück und ohne Kern habe ich das eben gewogen. Sind das 160 Gramm. Dann gebe ich hinzu 160 Gramm getrocknete Aprikosen. Hinzu kommt noch Kokosflocken und zwar habe ich hier auch, das sind 80 Gramm. Und dann kommt noch Rohkakao dazu, also nehmt einfach hochwertigen Kakao, der ohne Zucker ist. Und zwar sind das jetzt 20 Gramm. Dann kommt noch eine Prise Salz hinzu. Und das war es jetzt auch schon. Das Ganze wird jetzt gemixt und soll einen schönen Teig ergeben. Falls es zu dickflüssig ist und so, dass ihr es nicht rollen könnt, dann nehmt ihr noch ein bisschen Wasser. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich vermische das jetzt mal 10 Sekunden auf der Stufe 8. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht. Also es ist bei mir jetzt noch eine relativ trockene Masse und es hat sich nicht so gut verbunden. Also brauche ich auf jeden Fall noch Wasser. Hier ist es wichtig, natürlich nicht zu viel Wasser zu geben, denn das soll ja nicht flüssig werden. Ich habe jetzt mal 45 Gramm genommen, verrühre das einmal schnell. Und gebe jetzt noch mal etwas dazu. Und zwar noch mal 44 Gramm. Und verrühre das noch mal, das war auf Stufe 5. Und das sind jetzt, am Anfang waren es 3 Sekunden, jetzt nochmal 7 Sekunden. Und jetzt sieht das schon ganz gut aus. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Und ich mache mal kurz den Test. Ja, das ist wunderbar. Es hat eine gute Konsistenz. Jetzt ist es so, dass ich das Ganze nur noch rollen muss und dann sind die auch schon fertig. Nach Belieben könnt ihr die Kugeln rollen und vielleicht nochmal in Kakaopulver rollen oder in Kokos raspeln. Ich nehme jetzt einfach meinen Portionierer, das ist der kleine oder mittlere Portionierer, nehme eine Menge in meine Hand und forme meine Kugeln. Ich lasse sie jetzt wirklich so roh Natur, wie sie sind, ohne ein Coating. Und da seid ihr dann ganz auf euch. Was auch ganz lecker ist, wenn man so Fruchtpulver hat, also zum Beispiel Himbeer könnte ich mir jetzt noch gut vorstellen, und dem die Kugeln dann einmal in Himbeer rollt. Also ich rolle jetzt einfach weiter und ich würde mich freuen, wenn euch mein Video gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, so erhaltet ihr jede Woche Donnerstag ein neues Koch- oder Backvideo. Das ist jetzt eine schöne Fleißarbeit. Könnt ihr natürlich auch gerne mit eurer ganzen Familie machen, dann kann gleich jeder rollen, dann geht das alles ein bisschen schneller.
Und die Kugeln halten sich, ich bewahre die meist im Kühlschrank auf, die halten sich dort mehrere Tage. Oder ihr könnt sie auch einfrieren und dann, bevor ihr sie essen wollt, müsst ihr sie natürlich rausholen, dass sie vielleicht auftauen, so 20 Minuten. Meine Kugeln sind jetzt fertig. Ich muss mal schnell meine Finger waschen. So, den Teig haben wir jetzt komplett aufgebraucht. Und wir haben erhalten 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 Schokobällchen. Ich werde sie mal direkt probieren, weil die sind jetzt fertig. Sie sind noch recht weich. Man könnte sie jetzt in den Kühlschrank stellen, dann werden sie noch ein bisschen fester und dann erst in einer halben Stunde essen. Ich schau mal, wie sie jetzt schmecken. Köstlich, super. Bisschen schokoladig und süß von den Aprikosen und von den Datteln. Sehr lecker. Mandel ist nicht drin. Die Vanilleschote schmeckt man noch leicht nach. Es könnte vielleicht auch eine ganze Vanilleschote sein. Das merkt man dann ein bisschen mehr. Probiert es mal selber, probiert es aus und würde mich freuen, wenn ihr mir mal einen Kommentar hinterlasst, wie euch das gefallen hat oder was ihr als nächstes Video euch wünscht. Super aus. Das ist jetzt in Himbeerpulver. Das muss ich gleich mal probieren. Das ist auch hervorragend. Gute Idee. Das Himbeer ist so ein bisschen, schmeckt fast so wie ein bisschen säuerlich, aber ist nicht ganz so süß. Dieser herbe Geschmack passt hervorragend dazu. Ich werde jetzt einfach noch ein paar meiner Kugeln in dem Himbeerfruchtpulver rollen.